Ja, und hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einem, sag ich mal, weiteren Schlagerquiz. Wenn man wieder Zeit hat, hier ein Schlagerquiz zu machen. Ja, und diesmal ist es ein bisschen schwerer. In diesem Quiz muss ich an einer Zeile, an den ersten Textzeile, den Schlagertitel erraten. Hier ist schon mal der erste Beispiel, um das überhaupt zu begreifen. Habe ich denn hier schon mal sowas gemacht? Juliane Werding ist das. Sie singen die erste Zeile, wir lagen träumend im Gras, die Kopf voller verrückte Ideen. Es gibt hier also vier Auswahlen, wie ihr zum Beispiel hier am Tag, als Conny Kramer starb oder Stimmen im Wind. Oder wenn du denkst, du denkst, du denkst, oder geh nicht in die Stadt, geh nicht in die Stadt. Alle vier Titel sind mir bekannt, aber ich kenne natürlich die erste Textzeile, kenne ich. Und das heißt, wir lagen träumend im Gras. Im Gras voller verrückter Ideen. Das ist das Titel am Tag, als Conny Kramer starb. Gut, es ist aber wirklich ein sehr schwerer Schlagerquiz. Gar nicht mal wirklich einfach, aber das fiel mir jetzt so denn ein und das ist jetzt schon mal so denn richtig, würde ich mal behaupten. Oh ja, war grün. So, Udo Jürgens. Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihn nach, nimm die Schlüssel mit. Ich werde inzwischen nach den Kleinen sehen. Das ist das, was ich neulich erst in Smule gesungen habe. Daher fällt mir sogar auch dieser Titel ein. Leute, wisst ihr das? Ist es aber bitte mit Sahne? Oder ist es mit 66 Jahren? Da fängt das Leben an. Oder ist es vielleicht doch eher griechischer Wein? Oder ist es vielleicht doch, ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Na? Richtig, Leute. Es ist tatsächlich, ich war noch niemals in New York. Richtig, Leute. Gut mitgeraten. Gut, leider nur für die Schlagerleute. Katja Epstein, viele Menschen fragen, was ist Schuld daran? Katja Epstein ist jetzt nicht so jetzt die, sie hat ja gesungen, Theater oder Wunder gibt es immer wieder, Sternmaurer von Mykonos oder es war einmal ein Jäger, das darf man es gerne. Wer ist schuld daran? Wer ist schuld daran? Wunder gibt es. Was ist denn die erste Zeile von Wunder geht mir immer wieder? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Viele Menschen fragen. Was? Ach, viele Menschen fragen. Ja, ist ja auch da drin. Was ist Schuld daran? Das ist Wunder gibt es immer wieder, Leute. Das ist Wunder gibt es immer wieder. Ich muss die erste Zeile in den Kopf reinholen und dann geht das. Das müsste sein. Wunder gibt es immer wieder. Hui, ist sogar richtig. Super, Roland Kaiser. Kühler Abendwind fängt sich in deinen Haaren und du sagst, halt mich ganz fest in deinen Armen. Na, was ist das? Richtig, ihr habt's gelesen. Entweder dich zu lieben oder manchmal möchte ich schon mit den sieben Fässern Wein oder Santa Maria. Sieben Fässer Wein ist es natürlich nicht. Dich zu lieben ist es auch nicht. Manchmal möchte ich schon mit dir. Na, ist es das? Ja, Leute, es ist. Manchmal möchte ich schon mit dir. Gitte, jetzt lebe ich jeden Tag aus. Jetzt trinke ich jedes Glas leer. Bäh, ich will ein Kabäuersmann, kann es nicht sein. Freu dich bloß nicht so früh. Spar dein Mitleid dir auf. Deswegen kann doch kein Mann sein. Ich kenne die ersten Titel, glaube ich, gar nicht. Das sind die Reform alles. Ich will alles, ich will alles. Und jetzt sofort. Jetzt lebe ich jeden Tag aus. Jetzt trinke ich jedes Glas leer. Oh, ich komme auf den Anfangszeilen nicht auf und da kriege ich einen Titel. Ich will ein Kabel als Mann, ist es nicht.
Nein, nein, das ist es nicht. Jetzt gehe ich einfach mal auf ganz und sag mal, freu dich bloß nicht so früh. Nein, ist rot. Ich will alles, ist es. Ich will alles. Hui. Roy Black, das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen, das ist schon immer in der Schule so. Das Beste am ganzen Tag, das sind die Ferien, dann ist er gar. Und da, was ist das? Das ist garantiert nicht das Mädchen Karina, oder ganz im Weiß mit einem Blumenschaut, oder schön ist es auf der Welt zu sein, sondern das ist doch so wie damals. Nein, ist es nicht? Nein? Ich hätte schwören können. Nein, natürlich ist es das nicht. Es ist nämlich schön, ist es auf der Welt zu sein. Hier ist es schön, ist es auf der Welt zu sein. Ein Fehler habe ich bis jetzt. Das ist die siebte Frage. Ich lasse mich nie von den Männern dressieren, habe ich mir geschworen. Goodbye, Mama. Gut, oder heute Abend habe ich Kopfweh. Bin dass man sich aussieht. Nee, das ist heute Abend, habe ich Kopfweh. So, das schalte ich schon mal aus. Ein Kuss von dir. Ja, ich wünsche mir einen Kuss von dir. Nee, ist es auch nicht. Ich lass mich nie von den Männern interessieren, habe ich geschworen. Es ist auch nicht gut bei Mama, sondern es ist Feuer. Brennt nicht nur ein Kamin. Feuer. Okay, Peter Alexander. Der Abend senkt sich auf den Dächern der Vorstadt. Die Kinder im Dorf müssen heim. Da sagt ihr auch gleich hier, ihr kennt das bestimmt nicht, Peter Alexander, der letzte Walzer, hier ist ein Mensch, hier ist ein Mensch, der, oder so ähnlich, sagt mir Kondo, sagt mir wann, sagt mir Quand, ist auch nicht, sondern es ist die kleine Kneipe in unsere Straße. Und Marianne Rosenberg, zwölfmal schrieb ich dir noch, allein sitz ich hier. Zwölfmal schrieb ich dir. Doch alleine sitze ich hier. Er gehört zu mir. Marlene, einer von uns beiden muss nun gehen. Ich gehe es mal von aus. Es ist Mr. Paul McCartney. Die zwei Stück konnte ich ausschließen. Scheiße, habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber. Howard Carpendale. Wir hatten Sonne und Sterne und die Düne nur das weite Meer. Na, wisst ihr, was das für ein Lied ist? Es ist ich sag nur Hello again. Oder es ist deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Oder es ist sogar Ti Amor. Oder es ist sogar Nass. Wenn alles schläft, es ist deine Spuren im Sand. Es ist deine Spuren im Sand. So schwer ist das Quiz anscheinend doch nicht. Den einen Fehler lasse ich gerne immer mit gelten, weil man kann tatsächlich nicht alles wissen. Winke Möhre, ich habe eine Wohnung unterm Dach mit einem großen Klingel an der Tür. Eine Marke für Charlie ist es nicht. Ich habe eine Wohnung am Dach. Ein Sonntag im Bett. Er hat einen knallroten. Nee. Das ist Johnny, ist mutig und stolz wie Kostner. Und auch bei noch bei Windstärke 3 ist der erste Titel. Er steht im Tor. Nee, oha, ich würde jetzt beinahe sagen, es ist ein Sonntag im Bett. Ich kenne jetzt die erste Zeile nicht. Kann ich jetzt nicht so ansehen. Aber es ist tatsächlich, weil ich die drei konnte ich mir doch tatsächlich ausmachen. Peter Maffay. Es war ein schöner Tag, der letzte in August. Wisst ihr den Text? Es war ein schöner Tag, der letzte in August. Ah, verdammt, ich komme an nicht so ganz. Es war ein schöner Tag, der letzte in August. Da komme ich nicht. Ich muss gucken. So bist du, wenn der Himmel weint. Sonne in der Nacht, Sonne in der Nacht. Träume und es war Sommer. Es müsste, es war Sommer sein. Es müsste, es war Sommer sein.
Ja, sorry, dass ich das nicht so ganz kommentiere. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren diesmal. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende der Welt oder so. Das ist natürlich nicht 99 Luftballon, Leuchtturm, nur geträumt oder Wundergeschehen. Scheiße. Na, 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 na. Von dir geträumt. Ja, natürlich, es ist nur geträumt. Na, nein. Leuchtturm. Ah. Okay. Das war schlecht von mir. Das war wirklich. Ja, komm. Dieses Rätsel müssen wir einfach mal lächeln. Also, brauch kein Peti. Du gehst von mir hin, also von dir keine Spur. Die Wohnung ist leer und mein Herz blieb leise schwer. Ich geh kaputt, denn du bist wieder bei ihm. Es ist natürlich, komm, ihr schreit schon hier alle Wahnsinn. Natürlich, es war jetzt nicht schwer. Katharina Valento. Coco, kauft sich bitte sehr ein Tagesschießgewehr. Ja, da muss ich passen. Ich nehme meinen Joker. Ich habe aber keinen Joker. Coco, kauft sich bitte ein sehr ein Tagesschießgewehr. Ganz Paris, träumt von der Liebe. Das kriege ich noch hin. Komm ein bisschen nach Italien. Tippi. Was? Tippi, 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 pso. Komm, das klingt gut. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich weiß. Gut, mach nix. Hossa, 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 das ist natürlich Fiesta Mexicana. Da wollen wir auch gar nicht hier ganz schnell. Hossa brauche ich nicht so dick mit den. Dein Koffer wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Wir sehen uns an und spielen nur, es muss wohl so sein. Da stehst du zögernd von der Tür und fragst, was wird aus dir? Und dann kommt die Frage, dann kamst du. Oder? Nein, sorg dich nicht für mich. Du weißt, ich liebe das Leben. Oder ist es denn, stehst vor der Tür und fragst dann, Theo, wir fahren nach Lodz. Und verlorenes Paradies. Schaut also aus. Nein, es ist natürlich, ich liebe oh, das Leben. Na, 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 na. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer die Biene Maya oder einmal um die ganze Welt oder für immer jung. Na, die Biene Maya war natürlich nicht bei denen, sondern es war Babischka. Es war natürlich Babischka. Mireille Mitterrand, heute bleibt die Musikbox nicht stehen. Ich will noch nicht nach Hause gehen. Ja, die 19. Frage, 1, 2, 3 oder 4. Hinter den Kulissen von Paris, das Lied kenne ich noch. Das ist, glaube ich, sogar dieses Lied. Nein, leider nicht. Es geht mir gut, merci, Cherie. Na super. Ring, dingeling, 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 ole, ring, dingeling, 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 ole. Spaniens Gitarren, die singen. Na, 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 na. Gut, 17 Antworten von 20 sind richtig. Schlager Ultra werde ich hier genannt. Ich glaube, ich kann zufrieden sein mit diesem Quiz. Ist doch völlig okay, oder? Also, ich bin glücklich auf das Ergebnis. Wie gesagt, man kann tatsächlich nicht alles wissen, aber es ist doch ganz okay von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat der eine oder andere sogar ein bisschen Spaß gemacht, dieses Quiz zu sehen. Ab und zu kommen wir immer mal so ein kleines Schlagerquizlein. Wir wollen natürlich auf dem laufenden Stand sein und immer gucken, ob man noch ein bisschen was kennt. Bis dann auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, Leute, ne? Wir sind nicht Fix, sondern die Foxys und Game over.